wieder zurück. Ich hatte eben einen kleinen Game Crash. Atme. Was bedeutet schon Zeit? Es gibt uns was verbinden. Ich muss mich an. Alles zu verdammter Scheiße. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionetten. Aber was ist denn schon der Tod? Sie könnten doch so viel ändern, wenn sie es haben wollen. Alter, geht das ab hier in dem Spiel? Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Alles beginnt mit den Träumen. Ich glaube, ich träume. Ah, davon habe ich schon gehört. Das ist doch dieser Talentbaum. Alter, sieht das hier mega... Boah, geil. Ich glaube, sorry, davor musste ich kurz ein Bild machen. Verlass die Zwischenwelt, indem ihr das Talent Meditation mit P auswählt und... Ach, scheiße. Okay, also ich... Alter, sieht das hier cool aus. Was mache ich denn jetzt? Interagieren. Taumaturg, doppelter Manipulationszauber. Ah, okay, hier lerne ich Zauber. Dann ist das wahrscheinlich Nahkampf. Gaunerabguss. Das ist eine Gaunerlinie. Das ist die Vagabundenlinie. Ich bin gern eine Art Obdachloser. Hm. Talent. Schattenzüngel. Schattenzungenöl. Giftkocher. Salbenkunde. Passende Rüstung. Hm, das wirkt alles so, als würde ich sehr viel aus den Verdeckten arbeiten hier. Was haben wir denn hier? Infiltrator. Geil. Leise Füße. Hehler. Rolle. Beutelschneider. Blitzpulver. Messerstoß. Blattschuss. Meuchelmörder. Alter, wie cool, ey. Okay, also offenbar kann ich hier drei verschiedene Arten von zwielichtigen Personenskills lernen. Das behalte ich kurz im Hinterkopf. Ich gehe kurz auf die andere Seite, um zu gucken. Was haben wir denn hier? Elementarismus. Arktiswind. Das sieht ja alles aus wie Magie. Was haben wir hier? Manipulationszauber. Mentalgeselle. Arcana Widerstand. Okay, was haben wir hier? Seele verschlingen. Lehrling der dunklen Künste. Knochenrichter. Boah, wie... Boah. Mit Y kann ich... Ah, mit P auswählen, mit Y... Okay. Entropisches Blut. Abis. Experte der dunklen Künste. Meister der dunklen Künste. Boah, das klingt echt verführerisch, ne? Könnte man nicht... Ich habe eine echt coole Idee. Könnte man nicht so eine Mischung aus Krieger und dunkler Magier nehmen? Ich bin gerade echt angetan von diesem dunkler Magier sein. Boah, das klingt doch mega cool, oder? Echt, wenn man die Entscheidung hat zwischen Vagabund oder dunkler Magier. Meister der dunklen Künste. Ey, ich nehme das. Aber ich glaube, ich muss erstmal hier anfangen. In Fokus. Was, womit fängt man hier an? Schatten des Windes. Oh, am liebsten würde ich euch jetzt einfach so entscheiden lassen, ne? Aber ich muss mich jetzt entscheiden. Meister der dunklen Künste oder... Naja. Vagabund. Meister der dunklen Künste, Vagabund. Cooler dunkler Magier. Vagabund. Böse sein. Auch böse sein. Oh, das ist echt nicht einfach. Also... Wenn ich mich jetzt sofort entscheiden müsste, würde ich jetzt sagen, so, ich werde dunkler Magier. Okay. Diese Erinnerung schaltet alle Magierdisziplinen für euch frei. Außerdem erhaltet ihr dauerhaft erhöhte Mana-Regeneration sowie das Talent Fokus, das kurzfristig die Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33% senkt. Stufe 1, 15 Sekunden Wirkungszeit und so weiter. Einen Erinnerungspunkt habe ich und ich... Okay, ich mach's.
Ah, jetzt habe ich erst die anderen Linien freigeschaltet. Ich verstehe. Okay, und mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich hatte jetzt nur einen so einen Punkt. Fels der Brandung, Schildstoß. Wie, jetzt sind hier nochmal. Och nö. Ach scheiße, hier war offenbar noch ein Stein. Das war jetzt der Kriegerstein. Tja, dann mache ich das ein anderes Mal. Ich habe jetzt den Punkt schon verbraucht. Ich drücke jetzt mal Y. Nee, P. Hä? Meditation. Meditiert, um neue Erinnerungen freizuschalten und somit eure Fähigkeit zu verbessern. Hallo, wie mache ich das jetzt? Y gedrückt halten. Und jetzt geht's offenbar erst richtig los. Ihr fühlt euch benommen. Alter, sieht das hier geil aus. Alter Schwede. Oh nein, jetzt habe ich das gerade verpasst. Warte, Objekte. Journal. Es beginnt mit den Träumen. Dies ist euer Tagebuch. Ihr könnt hier eure Aufgabenstatistiken, Systemeinstellungen vornehmen. Unter Quests könnt ihr Aufgaben markieren. Dann werdet ihr Questziele auf der Karte angezeigt. Sofern die Quest über bekannte Ziele verfügt, unter Statistiken könnt ihr eure bisherigen Schritte verfolgen. Unter System könnt ihr Einstellungen für Gameplay, Anzeige und Steuerung vornehmen und unter Hilfe ein Handbuch für das Spiel finden, falls ihr Hilfe benötigt. Okay, die beiden Sachen habe ich erledigt. Boah, ist echt schade, dass er jetzt gestorben ist. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Mist. Aber Alter, war das heftig am Anfang. Ich muss mit Fatih sprechen. Ich dachte so, oh, ist das nett und so. Und dann auf einmal so eine richtig krasse Scheiße. Von wegen irgendwie irgend so neugeboren. Ist einfach mal so verbrannt und dann war da nur verbranntes Fleisch und so. Heftig, ey. Okay. Es beginnt mit den Träumen. Sirius. Ach, Sirius war das. Sirius ist tot und ich lebe. Ich schreibe diese Worte, aber ich weiß nicht, ob ich mir ihrer Bedeutung auch nur ansatzweise bewusst bin. Ich bin auf mich selbst gestellt. Scheinbar hatte ich Glück, denn als ich aufwachte, fand ich mich in einer Bucht wieder. Das muss Enderal sein. Ich fühle mich eigenartig, sowohl fiebrig und schwach, als auch stark und klar. So, als hätte mein Leben über einen Schleier vor meinen Augen gehangen, der nun verschwunden ist. Außerdem erinnere ich mich an einen seltsamen Traum, den ich vor dem Erwachen hatte. Hängen geblieben sind allem voran die Worte jener verschleierten Frau, die Sirius und mich im Bug überwältigt hat. Alles beginnt mit den Träumen, erinnert euch. Fest steht, ich brauche Antworten, und die finde ich am ehesten auf dem Festland. Einen Weg ans Festland finden. Bin ich nicht schon am Festland? Ah, okay. Das bin ich. Alter, sieht das krass aus, ey. Also, die Grafik und alles. Vor allem auch, wie detailliert der Charakter dargestellt wird. Richtig auch so mit Venen und den ganzen Kram. Ist das heftig, ey. Ich finde den ein bisschen krass, brutal, muskulös. Der hat bestimmt Anabolika genommen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich da. Aber das Wasser, ey, und... Wenn ich richtig durchgehe, dann... Geil. Okay. meine HP, ich weiß jetzt nicht, wie ich die voll machen kann. Ich habe nur zerschlissene Kleider, die ich auch schon trage. Ja. Jetzt muss ich nur noch einen Weg ans Festland finden. Ich dachte, ich wäre schon am Festland, aber offenbar nicht. Okay, habe ich gerade gemacht. Mein Statusmenü ist H. Ah, cool. Das sieht ja wesentlich geiler aus als in Skyrim. Denny, ich bin Stufe 1. Hab keine Lernpunkte, keine Handwerkspunkte, kein gar nichts. Alle Skills offenbar auf 15 standardmäßig. Aber meine HP sieht natürlich nicht so toll aus. Und durch diesen Kampf mit diesen feinen Typen im Boot, im Schiff,
Ja. Was haben wir hier? Das ist... das ist unsere Erfahrung. Okay. Kriege ich durchs Töten von Monstern? Ja, kennen wir ja schon alles. Was ist das? Arkanisten. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber bestimmt eure mentale Gesundheit als Magiebegabter. Das Wirken von Zaubern, magische Tränke, Schlafen außerhalb von sicheren Lagerstätten sowie bestimmte Orte erhöhen es. Mit steigendem Fieber erleidet ihr Mali. Bei 100% den Tod. Verstehe ich das jetzt richtig? Also umso mehr Magie ich wirke, umso schneller kann ich dieses Arkanistenfieber kriegen. Wie werde ich das denn los? Vielleicht... Ach, ich glaube, dazu komme ich noch. Okay, ich werde jetzt erstmal anfangen, mich hier mal ein bisschen umsehen. Alter, sieht der Wasserfall geil aus. Boah, sieht das... Das sieht einfach nur so toll aus. Sieht doch hier aus wie... Oh, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein offizieller Weg, aber... Das Gras und so, ne? Cool, ey. Ich will ja nichts sagen, aber... Das kam in der Vision vor. Halt, damit. Oh nein, das sind Skever, Grubenratten. Lass mich! Ja, ich weiß, dass meine Lebensenergie niedrig ist. Verdammt nochmal. Stirb, du Ratte. Oh, Mann, ey, war das knapp. Ja, machen kann ich nichts. Aber ich kann jetzt hier ran. Ernten. Rote Malfassblüte wurde im Inventar zugefügt. Ich hoffe, das wird mir auch helfen. Leere Weinflasche. Ein leerer Sack, dankeschön. Lebenstrank, na. Ja. Grüner Apfel bringt uns wahrscheinlich auch Lebensenergie, ja? Dein Sack ist auch nix. So, jetzt benutze ich erstmal den Trank. Oh, ranzig. Trotzdem 180% für 600 Sekunden? Apfel phrasen wir auch gleich mit. Essen wir natürlich gleich mit. Wie rede ich denn hier? Oh, schön, dass es jetzt dann mit der HP wieder bergauf geht. Ich guck nochmal hier so links und rechts, ob ich hier noch eine Kiste finde. Ah. Ja, guck mal. Ah, ich kann da noch nicht ran. Na gut, das ist wohl nur ein Deko-Zelt. Oh, jetzt geht's in die Höhle. Verlassener Tempel. Ach ja, wegen der Aktion vorhin, habt ihr ja mitbekommen, das Game ist auf einmal gecrashed. Offenbar gab es irgendwie Probleme mit Sounddateien und was weiß ich alles. Ich musste nur neu starten und war alles wieder alles astrein. Macht euch keine Sorgen. Oh, geil. Alter, sieht das... Oh. Ey, ich kann es kaum fassen, wie geil die ganzen Lichteffekte hier auch sind, ne? Oh, sieht das... Oh, geil, dass es auch noch kostenlos ist. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Eure Fertigkeiten verbessert ihr mit Lehrbüchern. Kennen wir ja schon. Nehmt das Buch zu den... Hier ist ein Buch. Schlammschmorchel. Schlammschmorchel? Ich sammle erstmal alles ein, was ich hier so finde. Boah, die Musik ja auch im Hintergrund. Runenschlüssel. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Buch. Alter, sind das... Oh, Mann. Wenn ich ehrlich bin, ich kann gerade kaum fassen, wie viel Spaß mir das jetzt schon bringt. Also, ich habe ja schon Skyrim durchgespielt und habe ja schon ein bisschen was erzählt, aber das kann man nicht vergleichen. Okay, ich habe jetzt kein Buch gefunden. Ich rede jetzt noch mit der Statue. Etwas fehlt euch, um den Mechanismus zu aktivieren. Okay. Den Schlüssel hat sie schon bekommen. Ich habe ein leeres Skelett. Oh, hier ist noch was. Lehrlingsbuch Einhandkampf. Und eine Spitzhacke. Da muss ich mal ein bisschen genauer gucken. Sonst finden wir da nichts. Schauen wir mal.
Unsere erste Waffe. Und wir haben ein Buch gefunden. Ich weiß gerade nicht. Boah, ich finde auch die Symbole richtig geil hier. Lehrlingsbuch, Einhandkampf. Einhand. Um 1 auf 16 erhöhen. Um 1 auf 16 erhöhen? Nicht von 1 auf 16 erhöht? Um 1 auf 16 erhöht. Ich glaube, auf 1? Nee. Ach, so. Okay, ich habe Einhandkampf jetzt. Oh. Ah, na, ich glaube. Ich verstehe.